Shen Changjin wurde 1975, Shen Changping wurde 1983 in China geboren. Changjin beging 1999 seinen ersten Mord. Ein Jahr später floh er aus Angst zusammen mit seinem jüngeren Bruder und sie tauchten unter. Im Jahr 2003, die Brüder brachten eine junge Frau in ihre Gewalt und folterten sie, um an ihre Bankdaten zu gelangen. Anschließend erwürgten sie die Frau und zerstückelten ihre Leiche. Im November 2003 wurde eine weitere Frau zum Opfer, doch die Brüder beschlossen, sie am Leben zu lassen, wenn sie ihnen ein neues Opfer bringt. Die Frau gehorchte aus Angst und brachte ihnen eine Prostituierte. Nach der Folter musste die unfreiwillige Gehilfin die Prostituierte eigenhändig töten. Die Brüder schnitten der Toten eine Niere heraus und verspeisten sie. Die Leiche lösten sie in Schwefelsäure auf und spülten die Reste in einer Toilette weg. Die Brüder zwangen bald noch eine weitere Frau zur Mittäterin zu werden. Sie wurde gezwungen, ein Opfer durch einen Fleischwolf zu drehen. Im August 2004 wurden die beiden Brüder und ihre mittlerweile drei unfreiwilligen Komplizinnen in einem Apartment gefasst. Sie waren gerade dabei, ein weiteres Opfer in Säure aufzulösen. Die Brüder wurden zum Tode verurteilt. Die Frauen erhielten Haftstrafen zwischen 3 und 20 Jahren. Am 2. September 2005 wurden die Todesurteile, vermutlich durch Erschießung, vollstreckt.